Ja, EZB-Zinssenkung, das sind die Folgen. In diesem Video möchte ich darüber mit dir sprechen, dass diese Zinssenkung auf der einen Seite des einen Freud, des anderen Leid ist. Und da müssen wir uns natürlich mal die Vergangenheit anschauen. In der letzten Dekade war es ja doch so, dass wir durch die Nullzinspolitik extrem profitieren konnten. Es kam zur Asset Inflation, hat natürlich auch die gute alte 3-Speichen-Regel dann versorgt mit Geld. Dieses wahnsinnig viele Geld am Markt hat natürlich die Aktienmärkte vor sich hingetrieben, hat natürlich durch die niedrigen Zinsen für einen extremen Bauboom gesorgt. Und jetzt haben sich natürlich dann in den letzten Jahren, seit 2019, seit die Zinsen dann gestiegen sind, die Märkte verändert. Und jetzt gibt es wieder ein Zeitfenster, das besonders interessant ist. Und da möchte ich in diesem Video unbedingt mit dir drüber sprechen. Aber zunächst natürlich das einen Leid, vor allem des deutschen Leid, ist natürlich diese Zinssenkung, denn es sind immer noch 70-80% des deutschen Vermögens in Geldwerte investiert. Und all die Menschen, die noch dieser traditionellen Bankengläubigkeit unterliegen, die ihr Geld immer noch in Festgelder, Tagesgelder, Giroeinlagen, ja, Versicherungen investieren, die werden es halt einfach nicht schaffen, ein Vermögen aufzubauen und um davon auch im Alter leben zu können. Das funktioniert nicht, das machen wir seit Generationen. Und da gibt es auch wunderbare Statistiken dazu, dass Deutschland am Ende der Pro-Kopf-Vermögen liegt. Und das ist das Problem. Und des einen Leid ist, wie gesagt, des anderen Freud. Und es gibt natürlich jetzt eine wunderbare Möglichkeit. Durch die Zinssenkung werden die Bauzinsen auch günstiger. Es gibt wieder wunderbare Förderdarlehen, es gibt steuerliche Fördertöpfe für Immobiliensanierungen. Es gibt dort wunderbare Möglichkeiten, sein Immobilieninvestment jetzt zu starten. Warum? Ist auch ganz einfach. Es gibt drei Gründe dafür. Ja, auf der einen Seite gehen die Zinsen runter. Das ist gut für dein Darlehen, das du benötigst, also aus Fremdkapital Eigenkapital aufzubauen. Der zweite Grund ist, die Nachfrage ist gigantisch hoch, denn in Deutschland ist es immer noch so, dass also massivst Wohnungsmangel herrscht und deswegen also Wohnraum erschaffen werden muss. Das ist der zweite Punkt und natürlich für dich als Investor fundamental wichtig, die Mieten steigen. Also die Mieten sind gestiegen durch die hohe Nachfrage, das geringe Angebot sind die Mieten natürlich extrem hochgegangen und das ist natürlich ein wunderbarer Nährboden für das erste Immobilieninvestment. Ja, ich möchte hier an der 3-Speichen-Regel das nochmal ganz plakativ zeigen. Sie steht ja doch noch so, wenn man das möchte. Der Aktienmarkt ist, ja, ich sage jetzt mal, durch die letzten Jahre natürlich sehr gut, hat sich sehr gut entwickelt. Die Immobilienpreise sind doch eher ein bisschen zurückgegangen. Das ist auch noch ein sehr schöner Grund, um sich jetzt endlich mit Immobilien zu beschäftigen. Edelmetalle sind immer noch unterbewertet, gemessen an den anderen Assetklassen. Aber wie gesagt, also dieser EZB-Zinsentscheid ist des einen Freud und des anderen Leid. Ja, und wenn du dir ein Vermögen aufbauen willst, wenn du in 10, 15, 20 Jahren ein außergewöhnliches Immobilieninvestment oder Immobilienvermögen haben möchtest, wenn du im Alter ausgesorgt haben möchtest, dann solltest du dir mal Gedanken darüber machen, wie wenig eigenes Kapital nötig ist, um dir auf der anderen Seite ein gigantisches Immobilienvermögen aufzubauen. Und es steht und fällt am Schluss immer nur mit der einen Tatsache, wenn man sich die letzten 10 Jahre noch mal vor Augen führt, ja, also als die Aktienmärkte extrem gut liefen, als die Immobilienpreise durch die Decke gingen und jeder gesagt hat, ja, es ist alles teuer geworden. Die einzige Frage ist doch nur gewesen, warst du dabei, warst du investiert? Und jetzt hast du die Möglichkeit, diese Gelegenheit, die sich jetzt außergewöhnlicherweise bietet, am Schopfe zu packen, dein erstes Immobilieninvestment zu starten, dich steuerlich fit zu machen, damit du verstehst, welche Möglichkeiten, welche Stellschrauben gibt es dort. Und dann hast du eine wunderbare Möglichkeit, hier in unserem wunderschönen Deutschland dir jetzt ein gutes und solides Immobilienvermögen aufzubauen. Denn es wird immer wichtiger, gerade für die jungen Menschen, ja, mit Strategie und mit klarem, kühlen Kopf auf die Marktsituationen zu reagieren, seine persönliche Situation zu analysieren und eine Strategie zu entwickeln. Und dann wird es einfach mit Altersvorsorge, dann wird es einfach mit Vermögensbildung und mit finanzieller Freiheit. Und wenn du Lust hast, mehr darüber zu erfahren, dann greif einfach zum Hörer, buch dir unser 15-minütiges kostenloses Kennenlerngespräch, dann kann ich dir noch mehr zum Thema Immobilieninvestments, zu Aktieninvestments oder auch zu Edelmetallinvestments mit auf den Weg geben, wie du es schaffst, dir ein wunderbares Vermögen aufzubauen und dein Vermögen zu sichern oder sogar auf die nächste Generation zu übertragen. Bis zum nächsten Mal, dein Marco Reus.